Salvete. Ich beginne mit einem Auszug aus dem Buch von Heinz Küppers. Die römische Geschichte in Rheinland-Pfalz, Seite 112. Dort steht geschrieben, die Landgüter bei Steinwenden und Katzenbach, beziehungsweise Rockenhausen oder Boos, zeigen immerhin erheblichen Wohlstand der ländlichen Bevölkerung an und deuten durch diese repräsentativen Güter eine landsässige Oberschicht an. Nach zahlreichen Generationen stehen die Nachkommen dieser Zeit nun vor mir. In diesem Sinne begrüße ich den Duo Viri, Bürgermeister Herrn Klein, und seine Inkulare, die Einwohner dieses Vicus, dieses Dorfes Boos, die heute ansässig sind in der Civitas Mogontiacensis. So nannte man das Siedlungsgebiet mit seinem Statthaltersitz Mainz Mogontiacum. Im Vorfeld danke ich allen Bürgern des Vicus Boos für die so eifrige Unterstützung, insbesondere der Domina, Frau Gerlinde Nenwig und allen beteiligten Arbeitsgruppen, die nun vom Mosaikenlegen bis zum Panificium Brotbacken ihre Ernte sehen können, die sie gesät haben. Wir, die experimentalarchäologische Gruppe Vita Romana Rusticalis, zeigen Badekultur und Körperpflege, Vorratshaltung, rechnen mit römischen Zahlen, Militis und römisches Kochen. Am frühen Abend sind der Duo Viri, Herrn Klein mit Domina sowie Dominus Nentwig mit Gattin, einer extra für sie zubereiteten Kenner geladen. Wir, die VRA Vita Romana Rusticalis, wünschen allen ein gutes Gelingen. Bene prospere. Vielen Dank. Also ich frage mich die ganze Zeit schon, wie kann man nur in Kleidung umlaufen, das ist ja so anstrengend. Ja, meine sehr verehrten Gäste, liebe Römer, ich freue mich, Sie heute hier zu unserem ersten Römerfest begrüßen zu dürfen. Besonders freue ich mich, unseren Bürgermeister Markus Lüttger samt Gattin und Tochter begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen. Und noch hinterm Getränkewagen versteckt, unsere Freunde aus Boos im Allgäu. Kommt bitte mal ein bisschen näher. Mit dem Altbürgermeister Hans-Jürgen Neumann. Herzlich willkommen. Vor etwa 2 Jahren hatte uns Herr Martin Reis von der Gruppe Vita Romana Rusticalis gefragt, ob wir unsere römischen Gewölbekeller und das Umfeld nicht mal zu einem Römerfest nutzen wollten. Heute ist es dann soweit. Für die lange Vorbereitung darf ich mich im Namen aller Gäste bedanken bei der Gruppe Vita Romana Rusticalis, hier insbesondere bei Frau Annette Eider und Herrn Martin Reis, den wir eben schon mal gehört haben. Diese Gruppe ist übrigens bereits seit Donnerstag hier und wirkt die ganzen Tage ehrenamtlich bei unserem Fest mit. Weiterhin bedanke ich mich ganz besonders bei unserem Förderverein Booser Denkmalinsel, und hier insbesondere bei unserer Vorsitzenden Gerlinde Nentwig. Wo ist sie denn? Ja. Und dem zweiten Vorsitzenden Heinrich Nicodemus. Wo finden wir den? Ach, was ihr an Zeit und Nerven investiert habt, das geht auf kaum eine Kuhhaut drauf. Ich fand es bei unseren zahlreichen Vorstandssitzungen immer faszinierend, mit welcher Begeisterung und mit welchem Elan ihr an der Sache gearbeitet habt. Und immerhin habt ihr damit auch viele Boose animiert, sich an den Vorbereitungen zu beteiligen, was wir auch hier an den vielen Kostümen und Ständen sehen können. Unser Ziel war von Anfang an, alle Boose bei der Vorbereitung dieses Festes einzubinden. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Römer hier rumlaufen und was wir alles an Aktivitäten zu sehen bekommen in den 2 Tagen, ist uns das wohl ganz gut gelungen. Das ist also kein Fest des Fördervereins, sondern ein Fest des ganzen Dorfes. Hierfür herzlichen Dank. Ob es bei der Römer auch schon Sozialwirtschaft gab? Ne? So, genießen Sie heute und morgen das römische Leben auf dem Lande, zu der Zeit, als auch hier in Boos die Römer lebten und unsere Villa Rustica erbauten. Sehen Sie altes Handwerk, aber auch den Zeitvertreib aus jener Zeit. Lauschen Sie gleich dem römischen Theaterstück, beschrieben von der Waldböckelheimer Mundartdichterin Elfriede Karsch, die habe ich jetzt noch mitgesehen, ich hoffe, dass es noch kommt, und dem anschließenden Tanz unserer Boser Kinder. Lassen Sie es sich jetzt mal 2 Tage auf römische Weise gut gehen.
Und bitte denken Sie daran, was auch bereits auf der Internetseite unserer Freunde der Vita Romana Rusticalis bemerkt ist: Während der Festtage ist das Glücksspiel und die Prostitution verboten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Lasst nun die Spiele beginnen. Zerlegt sie mir, auf dass kein Steinchen und keine schlechten Linsen in die Speisen kommen. Dominus, hier sind die Linsen. Olivia und Lydia, herbei, die Linsen zu verlesen. Dominus, was wünscht ihr? Dort, und eilt euch. Die Speisen müssen recht gelingen und bei Zeiten in den Gartopf kommen. Ja. Lydia, ob wir wohl auch zu Feste beten werden? Es wird wie immer sein. Die Reste gibt man uns, aber spülen macht uns niemand streitig. Es ist halt unser Schicksal und wir müssen es ertragen. Ja. Regt eure Finger flink, das ist gescheiter als euer Schicksal zu beklagen. Ihr habt es gut in meinem Haus und leidet keinen Mangel. Dominus, wir stehen gern zu Diensten und wissen eure Güte wohl zu schätzen. Eilt euch, Brutus wird gleich kommen, die Linsen für das Festmahl abzuholen. Die Linsen für den Gartopf, gebt rasch her. Hier sind die Kräuter, schneidet sie sorgfältig. Das Essen muss pünktlich gerichtet sein. Reich her, wir werden unser Bestes geben. Gib mir den Salbei und das Lorbeerblatt. Brutus, geh und bring dem Koch die Linsen. Rühre emsig, auf dass das mal gelingt. Gewiss, Dominus, wie er befehlt. Hier gibt es Essen, sagt man mir. Dominus, ich bin so hungrig. Bitte schenk mir was. Hinweg mit dir, du Betteljunge. Ja, ich gehe ja schon, aber ich komme wieder. Bengel, wag es nicht, beim Fest zu stören. Er dauert nicht. Der Kleine hat doch niemand. Ist etwas übrig von dem Mahl, so gib es ihm. Die Götter werden sich an ihrer Güte erfreuen. Ein rechtes Wetter wäre mir genug. Brutus! Dominus! Stimmen mir die Götter mit Opfergaben, auf dass unser Fest von Sonnenschein gekrönt wird. Mir befiehlt. Wo bleibt mein Weib Sibylle nur? Sie wollte sich fürs Fest besonders schmücken. Lydia, ja. Lauf und bitte sie zu kommen. Gewiss, Dominus, ich eile. Und ich kann jetzt alleine Kräuter richten? So ist das jedes Mal mit ihr. Sie läuft davon. Reg deine Hände flott, auf dass das mal gelingt. Ja, ja. Was bleibt mir sonst? Sie kommt, mein Weib in ihrem schönsten Feststaat. Ihr Anblick ist mir wahre Freude. Dorthin mit uns,
Ja, bitte setzt euch doch. Ob meine Gäste alle pünktlich kommen? Aus Rüdesheim ist Michaelis und Markus angekündigt. Aus Groziniakum wird Franz Josef bei uns sein. Aus den südlichen Provinzen hat man mir gesagt, kommen Freunde aus Ost-Bavaria, aus Beggelung, im Rüdiger Georgus, aus Oberstreit Rudolfus und aus Schloss Rudolfus. Allesamt mit ihren Damen. Sibylle, rede freundschaftlich mit ihnen. Du weißt, Konziliarum ist mein Ziel. Du kennst mich doch. Ja, ja. Ich werde sie bestens unterhalten. Gastfreundschaft ist mein höchstes Hausgebot. Mein Bester, sind meine Haare so gut geflochten? So, schau doch auf. Ja, ja, sie sind recht ordentlich. Recht ordentlich? Das sagst du immer. So sind die Männer. Sie sehen nicht mal, wenn man sich für sie schmückt. Schau du, ob alles in Ordnung ist. Was soll ich jetzt sagen? Ich hätte sie wohl hübscher hier gemacht. Du mit deinen groben Händen. Nur von der harten Arbeit sind sie grob. Du weißt dich davor ja zu drücken. Streitet nicht, dafür ist heute keine Zeit. Wo ist Dominus? Den Göttern ist geopfert. So ist es recht. Ich will noch einmal selber sehen. Folge mir, Brutus, falls noch etwas fehlt. Olivia, eil dich mit den Kräutern. Ja, ja, schneller geht's halt nicht. So, fertig, Gumina. Die Haare sind gerichtet. So, nur noch die Schminke ins Gesicht. Schicke eilig nach Salome, dass sie kommt. Ach, geh du! Nein, du, die Kräuter müssen rasch geschnitten werden. Blüht ja gegen säumelig. Auf, denn ich werde Salome bringen. Domina, ich bin so hungrig und keiner gibt mir Speisen. Er war vorhin schon hier und bettelte. Da, mein Kind, hast du einen Apfel. Doch, jetzt geh. Danke, Domina, danke. Komm, Salome, die Herrin wartet schon. Herein mit euch, ich bin bereit. Die Augen bringen sie mir zum Strahlen und mein Gesicht soll wie ein Pfirsich glänzen. Doch nicht so arg, es sollte mehr dezent sein. Sie werden dem Gemahl gefallen und auch den Gästen und dem ganzen Volk. Die Kräuter müssen in das Mahl. Recht fein geschnitten, wie es dem Dominus beliebt. Sie duften köstlich. Das wird eine Speise. Davon wird lange noch im Post die Rede sein. Kann ich sie kosten? Machst du, dass du fortkommst. Den ganzen Tag schon streust du hier umher. Mir mal eine Pause. Wo finde ich die Grenze? Draußen auf dem Tisch, geh! Immer ich. Nun, Lydia, Domina sieht bezaubernd aus. Dominus wird sich freuen. Bist du bereit, Sibylle? Den Göttern ist geopfert, wir können unser Fest eröffnen. Dominus, gefalle ich dir? Ja, ja, wie immer, du siehst blendend aus. Noch nicht mal einen Blick hat er auf sie verwendet. Sag nur ja, ja. Wenn andere Männer sie bewundern, dann wird er es merken. So ist es immer, glaube mir. Soll ich die Kinder nun zum Tanz abholen? Lauf und bitte sie herein, dass wir beginnen. Thank you.
Domina, bist du bereit? Domino? Wir wollen unser Fest eröffnen. Zeit.